Wenn ich einen Winkel von 18 Grad durch eine Lupe mit Vergrößerung 2 betrachte, dann sehe ich einen Winkel von, schauen wir zuerst diesen Winkel, dessen Öffnung 18 Grad beträgt. Jetzt betrachten wir diesen Winkel durch eine Lupe mit Vergrößerung 2. Alle Längen dieser Zeichnung sind dann mit 2 multipliziert. Diese Länge ist mit 2 multipliziert und wird zu dieser Länge. Auch die Länge von dem Kreisbogen hier wird mit 2 multipliziert, aber die Öffnung des Winkels ist 18 Grad geblieben. Das bedeutet also, dass Antwort C die richtige ist. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.